Leute, es ist unsere letzte Nacht in Hamburg. Ist aber auch nur unsere zweite Nacht in Hamburg. Du übertreibst, als ob wir eine Woche hier sind. Ja, das stimmt. Dennoch, auf jeden Fall, müssen wir uns was Anständiges suchen für diese letzte Nacht in Hamburg, ja? Was würde besser passen als Bones Burger, den wir genau vor uns haben, der so noch mehr oder weniger sein Soft-Opening hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Man sieht auch noch, dass so... Hängt auf jeden Fall noch Folie an den Scheiben, sieht noch nicht offiziell geöffnet aus. Ja. Aber unter kleiner Absprache mit meinem Kollegen Boogie, Kuss geht raus, können wir jetzt auf jeden Fall vorbeischauen. Die haben noch bis 22 Uhr geöffnet und wir schauen mal, was Bones Burger so kann. Ich auch. Wenn der scheiße ist, haben wir ein Problem. Ja, ja, ich werde nicht sagen, dass der scheiße ist. Der Burger heißt auf jeden Fall Murder Burger. Murder Burger? Murder. Und wo sind wir gerade? Pferde-Dings. Wie heißt die Straße? Neuer Pferdemarkt. Neuer Pferdemarkt 3. Genau. So, schauen wir mal rein. Hallihallo, wie geht's? Hi. Hi. Lukas, hi. Leine ist voll. Mehr. Kleine private Burger-Technik jetzt. Okay, wir sind mal gespannt. Was ist denn für ein Burger überhaupt so? Das ist ein Smash-Burger. Mhm. Also, da geht's darum, dass das Patty, das ist kein wirklich Patty mehr ist. Also ein Rinderhackball wird auf dem schön plattiert, das ist ganz, ganz dünnes. Wird dadurch sehr, sehr knusprig auf der einen Seite. Wer hat sich das Rezept ausgedacht? Das wollte ich persönlich tatsächlich, okay. Aber es ist auch schon relativ bekannt. In Hamburg gibt es das noch nicht so viel. Smashburger allgemein. Genau, okay, ja. Ja. In Berlin ist das schon begriffen auf jeden Fall. Voll. Bietet ihr mehrere verschiedene an oder nur einen hauptsächlich? Ein Smashburger, ja. Da wahlweise Bacon drauf, Käse und so drauf. Ja. Dann haben wir ein Butter Manifesto Chicken. Ja, man sieht schon nach Fried Chicken aus dann. Ja. Okay. Die gibt es auch jetzt schon, oder? Die gibt es auch jetzt schon. Sollen wir beide probieren einfach? Ja. Ein so, ein und so. Und dann haben wir noch ein Grilled Cheese Sandwich. Das ist Sauerteigbrot. Mit so einer Senfmayonnaise, ordentlich Käse drauf, also braten ist das. Boah, wir müssen alles probieren. Ja, wir probieren einfach alles durch. Ja, Mann. Beide Beilagen auch. Wir was sind die Beilagen? Einmal ganz normal Pommes halt, ne? Standard. Aha. Und dann habe ich so, eigentlich kommt das aus der französischen Küche, das sind Pommes Dauphine. Das ist so Brandteigmasse mit Kartoffelmasse. Wir machen da noch relativ viel Käse rein. Und dann wird das auch so abgenockt und frittiert. Also außen sehr knusprig drin, so wie richtig fluffiges Kartoffelpüree. Okay. Voll gern, ja. Bitterballen ähnlich, muss man sagen, glaube ich. Bitterballen. Ja, geil. Das ist aus Holland, diese Holland? Innen drin ist so eine Fleischmasse. So ja, so ähnlich wie Kroketten auch. Ja, genau. Ja, genau. Gibt's mir einmal die Füllung. Ja, Mann. Ich fühle mich auf jeden Fall wie 1,50 gerade. Alter, wie groß ist der, gell? Okay, karamellisierte Zwiebeln sieht man auf jeden Fall auch schon. Butter. Ich zeig dir gleich mal den frischen Einsatz mit dem Chicken. Der ist schön wahrscheinlich. Das so rein. Ab wann habt ihr offiziell offen? Offiziell ist also nicht ganz klar, ungefähr einen Monat dauert. Ah, okay, gut, super. Also ihr habt es gehört, aktuell gibt es nur Takeaway und Delivery. Nur Takeaway und Delivery, aber so in ungefähr einem Monat wird das Restaurant dann offen sein. Und dann könnt ihr euch die Burger auch hier holen und hier genießen. Also jetzt, in einem Monat, das heißt, wenn ihr seht, könnt ihr wahrscheinlich schon herkommen. Das ist möglich, ja. Da sind die Buns. Das sind die Brioche-Brötchen, damit gekräfte Butter. Und noch ein Salz. Ein Crocodile für dich, was willst du, lila oder orange? Beziehungsweise gelb? Ah, das ist das Getränk auch von ihm, gell? Die Limonade, ja. Ich würde lila nehmen. For you. Du wolltest lila nehmen, gell? Nein, Bruder, mir ist egal. Okay. Okay, mach die Kamera mal besser aus. Ist erfrischend, nicht so süß. Orange, Pflaume und ein bisschen Kokosnuss. Auf jeden Fall ein interessanter Geschmack, den man so noch nicht hatte. Tropisch. Tropical Thin. Ja, ist sogar Tropical. Echt? Tropical Orange. Das sieht ein bisschen verdächtig aus, wenn ich das jetzt trinke. Wonach sieht das aus, verehrte Zuschauer? Nach Crazy Lime natürlich. Geruch wichtig, riecht schon mal säuerlich. Mag ich. Aroma ist erfrischend. Ist geil. Ist auch echt gar nicht süß, so ist schon geil. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist das Kokos. Das ist mir ein bisschen zu Pina Colada mäßig, aber sonst ist es nice. Der ist geil, der wird dir, glaube ich, dann besser schmecken. Oh, ich finde beide okay. Aber ich... Lila besser? Ja. Geil, gell? Der ist geil. Der ist auch gut erfrischend. Ich hab gedacht, der wird übel süß sein und so. Es kommt auch Bomben neu, drin. Ein Bone Smashburger, ein Grilled Cheese Sandwich.
abgedrückt. Die erste Gurken sehen auf jeden Fall der Hand geschnitten. Juicy aus. Der Hand geschnitten? Der Hand geschnitten. Stark. Eieiei. Ei, ei. Und das hier sind die Bitterballen. Bitterballen. Direkt drauf schon. Mit Jack Daniels und Cola. Ah, die karamellierte Zwiebel. Ja. Assembled. Magst du den zusammenfalten, Isabel? Ah, okay, von der Rezeptur ist Chicken und der normale Burger so dasselbe. Von den Soßen und. Ich nur, dass auf dem Chicken Burger noch Spicy Mayo und nicht nur unsere Burger Mayo. Ah, okay. Ist das ein Brust oder ein Schenkel? Das ist eine Oberkeule. Das ist genau das Stück, das wir haben wollen. Ja, das ist richtig. Sieht auf jeden Fall mal vielversprechend aus, ja? Chicken sah sehr, sehr krass aus. Ja. Wir haben erst darüber gesprochen, dass wir mal wieder Bock auf so einen Grilled Cheese haben aus London. Schauen wir mal, ob das besser wird als das in London auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine starke Konkurrenz gewesen. Ja, London. Macht einen guten Eindruck. Ja, ja, sieht sehr, sehr lecker aus. Ja, mach mal. Entweder du oder ich. Also. Jawohl. Mit Pringles-Gewürz. Echt? Schmeckt so. Ja, wenn bei dir steht, schon bezahlt. Schmeckt wie eine geile, knusprige, kartoffelige Pommes. Erinnert mich an ein Pringles-Gewürz einfach. Sehr geil. Ich muss auch sagen, es ist wohl ganz klar, wer hier in der Küche sagen hat, oder? Mhm. Ich komme mir so vor, wenn ich mit ihm rede. So. Probierst du es live so einen Bitterball? Bitterball? Spicy Mayo ist wirklich so, ist underrated. Scharfe Sachen und Mayo mischen ist halt einfach unfair. Boah, das ist so soft innen. Aber das Käse auch drin, ne? Käse und Kartoffeln, glaube ich. Das ist böse. Pass auf, die sind auch so soft innen, Bro. Die fallen fast auseinander. Ja, Mann. Das ist schon sehr geil. Ja. Da ist Käse drin, gell? Mhm. Vielleicht könnten die noch ein bisschen salziger sein, aber schon so eine luftige, aber trotzdem cremige, käsige Kartoffelmasse und so leicht frittiert. Mhm. Die Panade drumherum, die ist so leicht und soft und bröckelt, die ist nicht so ein schweres Krokettending, sondern, weißt du, was ich meine? So, ich weiß eh. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Schön den Käse schon laufen. Eieiei. Wird Zeit, sich den Mund zu verbrennen. Das sollten wir echt nicht. Ja, ja, das wird klappen, aber lass uns dann. Fangen wir mal an. Wird wahrscheinlich der Chicken Burger sein, oder? Meinst du? Ja, weil es sehr hoch ist. Ja, okay. Dann probiere ich den Chicken Burger. Sieht auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus. Lecker. Sehr dicker Bun, Boden, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, ob es vielleicht nicht zu viel wird. Hauen wir rein. Das Chicken ist ultra saftig, ultra knusprig. Panade ultra knusprig, die Gurken sehr frisch und sehr sauer. Alles auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ich finde fast, dass der Boden ein bisschen dünner sein könnte. Also der Bun nicht ganz so bunnig und brotig. Mhm. Aber abgesehen davon auf jeden Fall sehr saftiges Chicken. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal holen. Das Chicken ist brutal. Ich finde nur fast den Bun. Da könnte der Boden ein bisschen zu viel brot. Richtig, Leute. Wenn der das sieht, was passiert? Ich hab ausgeschüttet. Wenn der das sieht, weißt du, was passiert? Dann kriegt man die Boah. Der Käse ist jetzt nochmal deutlich geschmolzen durch dieses Papier. Stell dir mal vor, du hättest den noch so in Alufolie ein bisschen. Na, das ist dieser Shake, dieser Five Guys-Effekt. Wenn genau. Das so nochmal. Das ist aber der Trick, der funktioniert. Sag ich ehrlich, gestern habe ich einen TikTok gesehen und da wurde nochmals begründet, warum man den Burger umgekehrt isst und ich werde es diesmal machen. Es ist der Tag gekommen. Scheiße, habe ich gerade richtig rum abgebissen eigentlich? Ja. Ich glaube, jetzt sind die Zwiebeln zwischen dem Fleisch, oder? Ja. Die zwischen reingemacht, okay. Sehr, sehr geil. Und die Zwiebeln waren mit Jack Daniels und Cola. Cola. Jack Daniels Cola. Jackie Cola Zwiebeln. Jackie Cola karamellisierte Zwiebeln. War ein Getränk. So abgelöscht war ein Getränk, das mich durch meine Kindheit oder Jugend begleitet hat. Okay, Leute. Der ist schon stark, muss ich ehrlich sagen. Das Brot. Der Boden ist natürlich etwas dicker wie bei anderen Burgern, aber ich muss sagen, er verschwindet sehr schnell im Mund. Das Brot ist wirklich nur da, um das Fleisch und das ganze Zeug einfach in deinen Mund zu bringen. So. Ist stark. Ich muss noch einmal.
Was schmeckt man die Jackie Cola Zwiebeln auch? Kann ich nicht so sagen. Ich finde, das Fleisch schmeckt schon sehr stark. Es könnte für mich nur ein bisschen salziger sein, ansonsten ist gut, aber es ist Geschmackssache. Das ist ein rundum stabiler Burger, so. Bin ich ehrlich. Und diese Essiggurken / Sauergurken kommen stramm. Ich muss ehrlich sagen, probier den, Bruder. Du merkst nicht mal, dass es zwei verschiedene Patties sind. Es wird so schön eins mit diesem Käse schon. Ich muss gefühlt duschen. Aber genau so muss man einen Burger essen, ich sag dir ehrlich. 28,30. Nee, hat das von einem Whopper irgendwie. Stimmt, Mann, du hast recht, das hat was von einem Whopper. Aber ich kann mir nicht erklären, warum. Ich finde, die Kruste könnte ein bisschen aggressiver sein, wenn sie sehr kleinig sind. Ein bisschen noch mehr Smash-Kruste, dass du diese Ding hast. Aber die Zwiebeln sind lecker, der Bun ist lecker. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu brotig, aber alles in allem auf jeden Fall sehr stark. Ich mag die Gurken, die erste Gurken sind voll lecker. Okay, es ist Zeit, mein Freund. Käse-Sandwich direkt hinterher. Ja. Das freue ich mich eigentlich am meisten, ja. Genau dieses... Was? Cheddar und was noch für ein Käse drauf? Gouda, Bogenländer, das war's, glaube ich. Ja. Ich finde das fast am geilsten von den drei Sachen. Ja? Ich schwöre. Ja, aber du bist auch. Es geht einfach nicht über nichts über dieses Brot in Butter angebraten. Mhm. Hamburger Bäcker, die richtig noch klassisches Handwerk, ne, mit Sauerteig und so. Das ist nicht irgendwie so ein Industriebrot, sondern was Handliches auf jeden Fall. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Brot das ist mein Favorite. Ich finde, die Zwiebeln könnten vielleicht noch ein bisschen kleiner geschnitten sein, damit es noch sich so mehr verteilt. Dieser Zwiebelgeschmack im Käse. Aber ich glaube, das wäre meine Nummer 1. Ich muss eigentlich einmal hier reinbeißen, um diesen Crunch komplett mitzunehmen. Den Crunch? Den Crunch. Crunchy. Schau, ob das crunchy ist. Wow. Real talk, das ist crunchy. Ja, ist gut. Mm. Damit kann ich absolut arbeiten, ich bin ehrlich. Es ist nichts dabei, wo ich sage, da würde ich jetzt so viel verändern oder einfach nur für meinen Geschmack was verändern. So rote eigentlich die Zwiebeln, oder? Mhm. Die sind von der Menge für mich ein bisschen zu viel, aber ansonsten... Ja, stimmt, das vielleicht ein bisschen zu... Ja, also das Fleisch geht ein bisschen runter, aber das ist nur... Das weiß ich mal, das kann mal so sein, aber das Fleisch ist juicy. Man sieht doch, das komplette Bun ist vollgesaugt mit dieser Butter. Und ja, es ist nicht gesund und so, aber es schmeckt halt einfach. Und es geht einfach nur darum, ob es schmeckt. Das ist meine Empfehlung. Das, Fruits, Tippen inne. Das ist nicht besser als das in London, aber genauso gut. Ein bisschen anders einfach. Das ist so überkrasses Toast. Das Brot an sich ist genauso gut wahrscheinlich. Ja. Alles mal auch noch. So. Das habe ich sogar gesehen. So. Dann. Fazit. Erstes Fazit ist, hier riecht es mies nach Gibbet gerade. Ich sage... Ja, noch nicht so schnell. Erstmal müssen wir sagen, was war geil, was war nicht so geil, oder? Naja, die Sachen, die ich auch schon genannt habe, so. Die teilweise ein bisschen unkoordinierte Zutaten, so auf einmal so ein Batzen Zwiebeln in der Mitte, so. Mhm. So könnte noch ein bisschen liebevoller, ein bisschen alles so ein bisschen, weißt du noch, in Stockholm zum Beispiel, die Burger. Du hattest bei jedem Biss einfach immer gleich viel von allem. Werbung, ja. Einfach noch so ein bisschen perfekter alles, aber mal davon abgesehen, Chicken extrem knusprig, Chicken extrem saftig, fleischsaftig. Auch ein charakteristischer Geschmack, der jetzt nicht wie jeder Burger schmeckt, sondern das war was Besonderes. Es war eine eigene Burgersoße auch, hat man genau gemerkt. Das Grilled Cheese Sandwich, gigantisch. Platz 3 für dich? Ich glaube der Chicken Burger. Okay, würde ich dir zustimmen. Chicken Burger, dann Smash Burger, dann auf Platz 1 kommt das Grilled Cheese Sandwich. Ja. Und alles in allem würde ich auf jeden Fall eine 8 von 10 geben. 8,2 würde ich geben. 8,2 von 10? Ja. Fand ich lecker. Passt. Alles klar. Vielen lieben Dank. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank für uns. Dann auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Einschalten, vielen lieben Dank an die Jungs auf jeden Fall, fürs Grillen und Zubereiten und Mädels und bis zum nächsten Mal. Peace. Peace out, gute Nacht, Hamburg.